Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem Let's Play Way of Redemption. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich ja gesagt habe, dass ich so mega viele Spiele euch auf jeden Fall noch vorstellen werde. Und das ist genau das Spiel, was ich mir auf jeden Fall sehr ans Herz gelegt habe. Denn es ist wirklich matchartig, challengeartig, wo man sich echt Mühe geben muss. Ja, und ihr könnt natürlich auch dieses Spiel gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Einfach nur sagen, weswegen ihr das Game natürlich gewinnen wollt und natürlich, ja, was euch vor allem an diesem Spiel so inspiriert. Ich habe mich schon mal eingeloggt, das aus dem Grunde, weil ich mal sehen wollte, wie das sich eigentlich spielen lässt, weil ich habe gerade auch den Controller in meiner Hand, nur so als Info. Ja, dann können wir mal direkt Spiel machen und ich zeige euch das mal, nämlich 1v1. Das wird mega interessant, das sage ich euch jetzt schon. Vor allem, weil ich halt auch einfach weiß, dass das nicht so einfach ist, wie es ist und ihr habt quasi ein Feld, was ihr gleich sehen werdet. Und das wird euch einfach umhauen, weil das ist quasi wie, ich weiß gar nicht, wie Tischtennis kann man sagen. Fast wie Tischtennis kann man sagen. Aber nicht unbedingt wie Tischtennis selbst, aber ihr werdet es sehen, wie ich es meine. Es ist richtig geil, ihr könnt euch sogar Charaktere auswählen, die auch noch mega gut aussehen. Also das sind tatsächlich solche Fantasy-Charaktere, die halt auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und das sei ja auch nochmal vorab hinweg, das Game ist noch in der Produktion. Das heißt, dass jetzt hier auf jeden Fall noch nicht die Vollversion ist, aber absolut mal davon abgesehen, es ist einfach Hammer. Also ich habe wirklich ein Match schon gemacht und mir haben die Worte gefehlt, weil das ist teilweise richtig geil aufgebaut. Das muss man einfach zugeben. So, jetzt seht ihr selber hier unten, es gibt einmal Korban, Ryo Nozuku, Mandel, Praiken, Jiva, Citroll, Darcy und. Und ich muss zugeben, ich habe bislang nur mit dem hier gespielt und ich will auch weiter mit dem spielen, weil ich mich auch schon mit dem etwas eingespielt habe. Deswegen drücke ich mal direkt. Und das wird, glaube ich, echt spannend. Das wird wirklich spannend. Das ist richtig geil. Man kann springen, man hat Basisfähigkeiten, man hat Defensivfähigkeiten. Das ist einfach geil. Das ist schon geil gemacht. Muss man einfach mal hier offen zu gestehen. So, dann haben wir hier auch nochmal eine Talenteauswahl. Das sei ja auch nochmal auf jeden Fall gesagt. Wir haben natürlich hier einmal Teleport, Drachenteam, erhöht die Geschwindigkeit zum Beispiel der Würfe und so. Das nehme ich auch auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch ein bisschen zeitlich begrenzt hier auf jeden Fall, damit ihr das seht. Unten stehen nämlich die Sekunden, deswegen einmal direkt bitte Drachenteam. Da bin ich mal gespannt, wie gut ich mich stellen werde hier. So, jetzt kommt quasi der Ball gleich. Wir sind jetzt links. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Den habe ich locker. Einmal in die Richtung bitte. Genau, und wenn ich dann... Oh, den hat er gefangen, glaube ich. Nee, doch nicht. Und wir machen quasi Schaden. Wir müssen mehr oder weniger... Ah, fuck. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn gehalten. Das ist echt übelst tricky. Ach, shit. Critical. Er hat einen kritischen Schaden gemacht. Jawohl, wir auch. Und oben seht ihr auch schon an der Lebensleiste, wie viel Damage wir machen. Ihr könnt euch das Spiel übrigens auch unter der Videobeschreibung mehr oder weniger erwerben. Ich habe euch den Link auch hinzugefügt. Na, komm schon. Ich glaube, der gegnerische Spieler scheint echt gut zu sein. Also 100 Pro. Jawohl, wieder kritischen Schaden. Der Typ hat noch 660 Lebenspunkte. Mehr oder weniger. Alter! Boah, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Der hat mehrere Bälle geschmissen. Genau, hier habe ich nochmal kurz die Leiste. Wartet. Ich zeige euch die gleich. Das ist jetzt zum Beispiel die Leiste, wie viele Punkte wir haben, wie. Und wir spielen auch gerade gegen einen PS4-Spieler. Also, das Game erscheint auch übrigens auf der PS4. Alter Schwede, ey. Und wie schon... Boah, Alter, das war richtig gut. Habt ihr den Konter gesehen? Das war phänomenal, auf jeden Fall. Ich glaube, wir führen hier. Ich bin echt gut. Ich finde auch echt, dieser Charakter, den müsst ihr unbedingt übrigens spielen. Der ist Hammer. Der ist echt Hammer. Der ist einfach so mega schnell. Da fehlt mir... Oh, den hatte ich jetzt nicht. Das war viel Schaden. Das war leider viel Schaden. Oh, oh. Ja, toll. Wie soll ich die denn alle fangen? Was? Der holt uns gleich ein. Boah, wenn ich jetzt verliere, das wäre richtig arm. 55 noch. Na, nix da. Alter. Und ihr müsst euch vorstellen, je schneller das geht, desto krasser wird es. Jetzt kann ich mich weiter skillen. Ich zeige euch das mal. Ermöglicht das Ausführen von kritischen Treffern mit Yasuno Kineshi. Oder hier fügt einen Mehrwurf zu Yasuno Kesh hinzu. Das nehme ich natürlich. Das ist eher dann offensiv mehr oder weniger. Und da haben wir noch was. Dann nehme ich auch mal oben auf jeden Fall nochmal diesen einen Skill. Also es ist echt übel. Ich finde, es macht richtig Bock. Okay. Alter. Und jetzt beginnen wir wieder 1000. Das bedeutet, dass wir mehr oder weniger hier... Oh. Ach, shit. Das war schlecht. Und das Geile ist, wir haben ja oben mehr oder weniger jemanden, der quasi die Bälle zu uns wirft. Ach, Mist. Ach, Kacke. Das war schlecht. Oh. Ah, nein, das ist nicht so gut. Shit. Jawohl, wieder Schaden gemacht. Der ist nicht so schnell, der gegnerische Spieler. Ich weiß auch nicht, welchen Charakter er hat, ehrlich gesagt. Boah, 137 kritischen Schaden. Denkt daran, ihr müsst auch mega schnell sein. Am besten lässt ihr das natürlich mit Controller spielen, ehrlich gesagt. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass es mega competitive sein kann. Also wenn du gegen richtig üble Spieler spielst, also der vor uns geht ja noch. Wir sind halt mega schnell, aber wenn ihr gegen richtig heftige Spieler spielt, dann kann das heftig werden. Also das wird dann richtig übel auf jeden Fall. Das sei gesagt. Jawohl. Boah, 115 Schaden. Unglaublich. Okay, jetzt wirft er wieder Bälle. Müssen wir alle abfangen. Ach, Mist. Das Üble ist... Jawohl, 146 Schaden. Man kann, wie gesagt, auch springen. Und er springt nicht so oft. Keine Ahnung, wieso. Er muss oder er sollte öfter springen, wenn er mich besiegen will. Also, wenn ihr das Game spielt, holt euch unbedingt, wer auch jetzt... Alter Schwede. Da seht ihr selber, die Wand ist zerstört. Das ist so krass, das ist mega geil gemacht. Hochinteressant. Hochinteressant, muss man einfach sagen. Und man kennt, oder beziehungsweise erhält quasi Gold. Dann erhält man Leistung mehr oder weniger, Erfahrung, was uns dann mehr oder weniger auch etwas weiterbringt. Und das ist irre. Das ist einfach irre. Ihr seht selber oben, Gesamtpunkte 2282. Dann haben wir Schaden 2032, dann Paraden 3, Glanzparaden 7. Und obendrauf hier nochmal der D. Lopez, der Spieler, gegnerische Spieler 1199, 1064 und Paraden hat er 1 und Glanzparaden 19. Also das sei nochmal auf jeden Fall gesagt, das ist schon krass geil. Das ist krass geil. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall noch in der Entwicklung, es ist noch nicht voll fertig. Und ich zeige euch nochmal selbst, was ihr noch so habt. Ihr habt quasi hier Liegen teilweise, ihr habt Truhen, ne? Ihr habt Truhen mehr oder weniger, das ist ja auch nochmal gezeigt. Das ist wie gesagt euer Held. Genau. Korban. Ja, das ist geil gemacht. Und ihr habt echt diverse Optionen, die ihr machen könnt. Ja, das war auf jeden Fall hier eine kleine Vorführung zu diesem Spiel. Ich kann es, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen. Schaut auf jeden Fall auch bei dem Entwickler vorbei. Auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube, wie auch immer. Es ist einfach irre und das hat wirklich sehr viel Potenzial. Es hat lange gedauert, bis ich echt gesagt habe, wow, das Game kannst du auf jeden Fall zocken, aber das ist echt irre. Das ist, also mir fehlen da echt teilweise die Worte. Ich habe, ehrlich gesagt, nicht viele Games jetzt in der Vergangenheit, ihr erinnert euch vielleicht, gesehen und erlebt und gespielt gehabt, die mich mehr oder weniger so inspiriert haben. Gerade das mit den Feldern, das macht es mega besonders und auch, weil man sehr schnell agieren muss. Das ist echt mega interessant. Ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in einer neuen Folge, in einem neuen Let's Play, in einem neuen Review, in einem neuen Gameplay oder welches Video auch immer. Und ich sage, bis dahin.